Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück hier am 31.12. Jawohl, Silvester heute, ne? Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns heute das letzte Mal bis zum 1. Februar. Im 1. Februar geht es dann weiter mit Season 6 und dann auch natürlich mit einem neuen Kollegen hier. Wir können nicht mal feiern, weil dieses scheiß Presseinterview im Weg ist. Das ist irgendwie bitter. Aber gut. Nachrichten haben wir keine, F&E-Abteilung haben wir alles ausgebaut. Red Bull steht am Ende jetzt vor, oh, das ist große Chance für Red Bull, dass sie Hamilton verpflichten können. Das wäre der Top-Transfer schlechthin, Hamilton zu Red Bull, das wäre, boah, was ein krasser Transfer, wenn das passiert. Pass auf, wir haben für die letzten 5 Saisons haben wir noch 5 Fahrer hier. Giovinazzi, Tsunoda, Latifi, Ocon und zuletzt Jack Aitken. Wir müssen mal gucken, denn ich hatte gehofft, dass es vielleicht noch jemand anderen gibt, den wir verpflichten können. Ist aber wahrscheinlich noch nicht im Game drin. Nö. Ich hatte gehofft, dass es hier noch Oscar Pastiari gibt, aber leider nicht. Das heißt, es bleibt so, wie es ist. Ja, Wertung, müssen wir eh mal schauen, würden wir eh sehen. Es sind so viele besser mit Leuten als Lundgaard und Mazepin ist tatsächlich mit 75, doch Aitken ist immer noch besser. Aber Aitken ist auch besser als Giotto und Co., also muss man es auch mal dazu sagen. Aitken wird seinen Weg machen, das ist safe. Hat auch super Werte. Aber den wir jetzt verpflichten wollen, ist eigentlich, Mr. Jesus. Wo ist er denn? Antonio Giovinazzi. 85, 91 Konzentration, ja, den werden wir jetzt ordentlich hochpushen. Mir fällt noch gerade auf, jetzt habe ich Aitken von der Watchlist entfernt, das ist ein bisschen dumm. 78, nee, Aitken ist noch drauf. Latifi, Giovinazzi, Ocon, wen habe ich jetzt gerade entfernt? Tsunoda, das müssen alle, hä? Es waren doch gerade noch 4. 4? Ah, jetzt noch, das ist wieder da, Yuki Tsunoda, okay, gut. Ja. Müssen wir schauen, ob wir verpflichten können, oder? Mit zum Fahrermarkt. Antonio Giovinazzi. Natürlich in allen Werten schlechter als Lewis Hamilton. Aber wir probieren es auch mal. Kontaktaufnahme. Wir wollen einen Fahrer von Williams verpflichten. Antonio Giovinazzi. Jawohl, verhandeln. Verhandlungen beginnen. Jawohl, Antonio Giovinazzi fährt nächstes Jahr für Porsche. Wie gesagt, mehrfacher Vize-Weltmeister letztes Jahr. Du hast erfolgreich einen Vertrag mit Antonio Giovinazzi ausgehandelt, der für nächste 10 Wochenenden für dein Teamtag heuer Porsche fahren wird. Sehr schön. Das bedeutet, wir haben jetzt nochmal ein finales Interview. Du hast im Moment keinen Rivalen. Irgendwann wird die Presse dich fragen, wen du als deinen Rivalen betrachtest. Überlege dir ich glaube nicht, dass Hamilton zu Williams geht. Denn deine Anerkennung wird nicht nur steigen, wenn du gewinnst, sondern sich auch verschlechtern, wenn du verlierst. Zum Presseinterview. Was hat Will Buxton zu sagen? Danke, dass Sie mich in Ihr Hauptquartier eingeladen haben. Reden wir darüber, wie Sie diese Saison abgeschnitten haben. Ihr Teamkollege hat sich in einem Radiointerview ziemlich offen über seinen anstrengenden Tagesablauf geäußert. Machen Sie sich Sorgen? Die Überflutung der Fabrik vor kurzem muss ein heftiger Rückschlag gewesen sein. Sie hatten vor einer Weile mal eine größere Investition in Ihre Chassisabteilung erwähnt. Hat diese Investition Ihrem Team... Bei einer aktuellen Umfrage wurde ermittelt, dass Sie von allen Formel-1-Teams die zufriedensten Angestellten haben. Was für... Quellen aus Ihrem Team haben die Atmosphäre mit einem Druckkochtopf verglichen. Also gut, vielen Dank. Es war ein Vergnügen, hier sein zu dürfen. Die Fragen müssen halt angeglichen werden. Wenn du jetzt halt ganz unten bist, muss die Quelle Druckkochtopf kommen und wenn du es oben mitfährst, angenehm. Sicher, du bist happy, wenn es gut läuft. Aber wenn wir das Geld nicht verwenden, haben wir nichts davon. Lass uns ein bisschen was ausgeben. Wenn du mir sagst, wo wir was ausgeben sollen, schön. Aber wir können nichts ausgeben. Es gibt hier etwas, wozu wir gern deine Meinung hätten. Gute Entscheidung, danke. Bitte. Saison abschließend, damit bedanke ich mich. Sagt Ciao mit V und wir sehen uns dann in Saison 6 wieder mit Antonio Giovinazzi an unserer Seite. Mal schauen, wie der Italiener an unserer Seite fahren kann. Wie gesagt, Hamilton
war solide. 300 Punkte haben wir nicht geschafft. Da haben wir einen ordentlichen Bonus verloren. 5 Siege, eine Pole Position, 170 Punkte. Erster in der Meisterschaft. Fahrer und Konstrukteurs-Champion. Und damit, ciao mit V, bis zum nächsten Mal.